Herzlich willkommen im Stadtbad Aachen zum Talk aus der Wanne. Heute begrüße ich Thomas Beaujean vom Verein der Musik- und Theaterfreunde. Lieber Herr Beaujean, wofür steht dieser Verein? Was tun Sie genau in Aachen? Ja, wir sind im Prinzip der Förderverein des Symphonieorchesters und der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Unterstützung des Symphonieorchesters und des Theaters, aber auch andere musikalische Institutionen wie der Musikschule, die wird auch schon mal von uns unterstützt. Was heißt unterstützen? Und vor allen Dingen Musikschule interessiert mich natürlich auch, weil wir ja alle wissen, dass Sie langjähriger Musikschulleiter waren. Unterstützung heißt das Geld geben oder mehr? Das heißt in erster Linie Geld geben. Mein Nachfolger hat mehrere Anträge an uns gestellt für bestimmte Projekte, ob wir die fördern könnten. Das haben wir dann gerne getan, soweit es in unseren finanziellen Möglichkeiten liegt. Ansonsten fließt das meiste Geld, das wir zur Verfügung stellen, in Bedürftigkeiten des Symphonieorchesters. Zum Beispiel, wir finanzieren Aushilfen für groß besetzte Sinfoniekonzerte. Oder wir haben jetzt die Hälfte zur Verfügung gestellt für die Anschaffung eines Marimbaphons für das Symphonieorchester. Marimbaphon müssen wir vielleicht übersetzen für die Leute, die nicht so insiderisch sind. Warum hat das Symphonieorchester kein Marimbaphon? Wofür braucht das ein Marimbaphon? Ein Marimbaphon ist ein Schlaginstrument, das relativ selten in der Orchestermusik eingesetzt wird. Aber es wird immer mal wieder, vor allen Dingen in der modernen Musik, verlangt. Es ist ein Instrument, das auch im Jazz sehr häufig verwendet wird. Jetzt bei der Bernstein-Oper zum Beispiel? Jetzt bei der Bernstein-Oper kommt es zum Tragen, genau. Da wird es eingesetzt. Und das sind teure Anschaffungen. Und das Symphonieorchester fragt dann immer vorsichtig an, ob wir da was tun könnten. Und wir tun das gerne, soweit es in unseren Möglichkeiten steht. Der Verein der Musik- und Theaterfreunde hat eine lange Tradition und er wurde getragen in den Anfängen und den Neuanfängen nach dem Krieg von den großen, bedeutenden Aachener Bürgern. Also man kann eigentlich sagen, das ist auch ein Verein, der für das Großbürgertum in Aachen steht, aber auch für das Engagement eines jeden Bürgers. Haben Sie denn auch Mitglieder, die jetzt nicht so berühmt sind wie die Kadenbachs, die Talbots? Kann man auch als ganz normaler, durchschnittlicher Aachener Bürger bei Ihnen Mitglied werden? Aber ja, klar. Also jeder kann bei uns Mitglied werden, der sich für die Arbeit des Symphonieorchesters und des Theaters oder weitere musikalische Institutionen interessiert und die fördern möchte. Dass es da einen Wandel gegeben hat, das kann man allein an der Person des Vorsitzenden ablesen. Ich bin kein Industrietaikun wie Herr Talbot oder kein Bankdirektor wie Herr Kadenbach. Ich bin ein schlichter Musiker, obwohl man sagen muss, dass die beiden sehr viel für Aachen und für das Kulturleben getan haben. Also das sollte man nicht schmälern. Man muss dazu sagen, dass es dieses große Bürgertum ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Die Gesellschaft hat sich halt gewandelt inzwischen. Zum Wandel gehört auch, dass die Kulturinstitutionen sich miteinander vernetzen. Haben Sie irgendwelche Berührungspunkte zum Ludwig-Forum oder zum Sommer-Ludwig-Museum? Also wir haben gemeinsame Interessen, aber es gibt eigentlich kein Format, das wir zusammen durchführen würden. Also sollte man das tun? Darüber kann man sich Gedanken machen, klar. Also vielleicht sollte sich die Kulturszene noch besser vernetzen in Aachen. Denn die Rahmenbedingungen sind so einfach für die Kultur in Aachen nicht. Was meinen Sie da genau? Höre ich da eine leise Kritik raus? Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt lese, dass die Macher der Ausstellung ihr Preisgeld zurückgeben müssen, dann finde ich das schon ziemlich kleinkariert, muss ich sagen. Das muss man natürlich erklären. Also Ausstellungskuratoren haben einen Preis gewonnen und werden verpflichtet, das Preisgeld in bescheidener Höhe an die Stadtverwaltung zurückzuzahlen. Genau so ist das. Das erscheint ein bisschen absurd, oder? Ja, das erscheint mir ziemlich absurd, ja. Ja, aber das wird Ihnen nicht passieren. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Beaujean.